Hallo und willkommen zurück zu Slime Ranger. Ich musste kurz nachdenken, wie das Spiel nochmal hieß. Sorry, ich habe länger nicht mehr gespielt. Deswegen. Oh, warte mal, man hört nicht den Sound. So, schon besser. Hab vergessen, das umzustellen. So, ich gönne mir erstmal ein paar Plots und ich habe richtig viele Plots hier reingepumpt. Aber fuck. Da liegen noch welche auf dem Boden, aber die hole ich später. Weil wir wollen heute ein bisschen upgraden, ein bisschen Sachen farmen für die ganzen Gordo Slimes. Wir wollen ja eine neue Welt bereisen. Neue Slimes entdecken. Da habt ihr doch alle Bock drauf. Oder? Ja. Ja, da habt ihr Bock drauf. Ich spüre doch, wie Bock ihr darauf habt. Und ich hab's doch auch. So, alles rein damit. Effekt 2369 News. Dann gönnen wir uns mal einfach alles hier, was drin ist. Geil. Das letzte, was fehlt, ist der Tank. Weil ich möchte eigentlich noch den Tank upgraden. Naja, nehmen wir einfach das ganze Zeug, was wir hier noch haben. Gib mir hier die Kacke. Aua. Die machen immer so ultra viel Schaden. Haben die Phosphor-Slime auch hier noch ein bisschen Port gebracht? Oh, ja, ihr Sweethearties. Ja, chillt mal. Ja, tatsächlich. Oh, der eine Port. Okay, warte mal. Lass mir mal kurz hier verkaufen wieder. Dann holen wir uns noch mal schnell den Tank-Boost. Ich würde nämlich den Dingens hier, den Minzbaum upgraden, damit wir den großen Gordo-Slime, also den Honig-Gordo-Slime, uns dann voll fressen können. Also damit er da schön viel essen kann. Eine Springanlage steht sicher, dass deine Feldfrüchte immer gut bewässert sind, was sie zweimal so schneller wachsen lässt. Das klingt echt geil. So, dann habe ich bestimmt noch genug Geld, um hier nochmal den Tankbus zu gönnen. Gut, dann gehen wir mal noch eine Runde schlafen. Und guten Morgen. Also das soll Schnarchen gewesen sein. Okay, ich gehe mal nochmal schlafen, weil das hat jetzt nicht irgendwie gezählt. Sag ich mal. Und das ist auch nicht Cheating. Wenn jetzt irgendeiner denkt. That's not cheating. I'm always sad. Ich weiß zwar nicht, wie viel die brauchen. Ich gebe mal hier so viel von dem Baum hier. Was alles hier auf dem Baum ist, gebe ich mal den Slimes und den Rest gebe ich dann den Gordo Slime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 müsste da reichen. So. Der Rest kann ich auch mal sammeln. Bevor die noch alle wieder verrückt werden. Oh, nicht ausbrechen, bitte. Stimmt, ihr seht gar nicht den Spielerfilter, den ich gerade anhab. Geht nicht bei einer Vollbit-Anwendung nicht. Also geht schon, aber keine Ahnung, ich will mich da jetzt nicht durch die Einstellung schleudern. Denn ich muss mich nicht immer. Muss ich immer so eine Sache machen. So, ihr müsst diese übertriebenen Filter nicht haben. Es ist besser so, wenn ihr Standard so habt. Aber in anderen Spielen werde ich das wahrscheinlich so haben. Also da wird ihr dann wahrscheinlich Filter drauf sehen. Gut. Ihr kriegt noch eure Früchte, und zwar die Quaderbeeren. Und ihr könnt euch mal ein bisschen mehr vermehren. Denn hier sind immer noch viel zu viele kleine. Aua, ja, chillt doch mal. Ganz ruhig.
Meine Güte. Okay, wir sehen uns mal gleich bei dem großen Goro-Slime und gucken, ob das reicht. Da haben wir schon unseren dicken Goro-Slime. Und wir füttern dich jetzt mit Minzmangos. Mal gucken, ob 24 reichen. Ah. Oh ja, aber er wackelt schon. Er wackelt schon. Der stopft es schon in seine Magenröhre. Da klemmt es ein bisschen. Also, da müsst ihr aufpassen. Nicht, dass es gleich explodiert. Also, wenn ihr zu viel Früchte isst, nicht, dass da im Magen irgendwelche Drüsen explodieren und dann, ja, kann es sein, dass dann alles rauskommt. Nicht als Dünnpfiff, sondern als Kotze wahrscheinlich. Oder vielleicht noch schlimmer, aber gehen wir mal jetzt nicht auf das Schlimmste aus, oder? Nee, also, wir gucken schon auf das Gute. Also, das glaube ich nicht. Gut, aber im Bad, dann will ich noch mal einen Tag schlafen, um mir noch mal ein paar Dingens, ein paar Minzmangos zu gönnen. Und dann, ja, werden wir ihn endgültig zum Platzen bringen. Gut, dann bis gleich. Gut, dann bringen wir dich mal zum Platzen. Eins. Oh, einer reicht tatsächlich. Okay. Naja, ist auch besser so. Gib mir den Key. Stehst im Weg. Jawohl. Ein Slime-Key haben wir bekommen. Und jetzt gehen wir nämlich... Das ist speziell. Wir gehen nicht da lang. Ich glaube, das führt auch zu keiner Welt. Nee. Hier hinten geht es zu einer Welt. Aber ich will hier vorne die Welt. Deswegen gehen wir extra nochmal zurück. Ich weiß nicht, kann man hier auch direkt zurückgehen oder muss man jetzt extra zum Portal? Ich glaube, man musste hier rüber und dann musste man da irgendwie so einen Steg hoch. Also ganz weit hier nach rechts. So. Dann hier hoch. Genau, und dann musste man hier lang. Hier hochschweben. Nochmal hier hoch. Nicht, dass ich jetzt hier out of bounds gehe. Nee, habe ich irgendwas falsch gemacht? Hä, das war doch der Weg. Warte mal. Warten wir erstmal, bis unser Düsenjet wieder bereit ist. Hä, komm, ey. Ach nee, hier war das. Okay. Ja, so geht's auch. Genau, da könnt ihr einfach so außen lang gehen und habt ihr den normalen Weg. So, und wenn wir schon hier beim normalen Weg sind, bewegen wir uns Richtung Höhle, denn da, wo diese verrückten Goro-Slimes waren, können wir dieses Tor öffnen, weil wir ja jetzt wieder einen Slime-Key haben. Ich finde dieses Prinzip eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kriegt man ja immer neue Slimes und dann, weil man einen vor den besonderen Goro-Slime vollgefüttert hat. Man macht ihn zum Fetten. Dann bekommt man wieder einen Key. Oder was anderes, wie bei der bei Meets Goro-Slime. So, jetzt hier rüber und da ist doch das Schloss. Das Tor ist geöffnet. Ui. Indigos Steinbruch. Alles, was von einem Grabungsprojekt übrig geblieben ist, das schnell den Bach runterging. Interessant. Gibt es hier auch so Backstories? Bestimmt gibt es hier auch Lore-Einträge. Bin ich wahrscheinlich gerade vorbeigelaufen. Aber ich werde es hier jetzt nicht die ganze Zeit lesen. Okay, ihr paart euch mal da die ganze Zeit. Das ist schön, das ist... Oh Gott, oh Gott. Ah, ich höre schon wieder die Mucke. Ganz schnell weg dort. Ah, direkt ist hier ein Goro-Slime. Ja, du Kleiner. Und da hinten ist ein Kartenfragment, das gönne ich mir doch. So. Ja, die ist, glaube ich, größer als... Wohl... Na, ja, die sind irgendwie beide gleich groß. Und hier ist extra nochmal so eine Insel. Okay, interessant. Sehr, sehr interessant. Wenn wir hier wieder viel entdecken.
So, und apropos neu entdecken, wir bekommen hier neue Früchte, die Oka Okas. Eine röhrenförmige Mischung bunter Knollen. Was bist du? Eine verzwickte Zwiebel. Ich würde diese Zwiebel nicht trauen. Sogar noch weniger als einer normalen Zwiebel. Ach Quatsch. Zwiebel. Und Zwiebel ist lecker. Ja, ich nehme es einfach mal für Sicherheit mit. Schadet nicht. Und oh. Neue Slimes. Was seid ihr für Slimes? Red Slimes. Seine Ausstrahlung ist so wundervoll, dass es dich krank macht. Ja, tatsächlich. Guck mal, ich habe hier so eine Leiste und wahrscheinlich, wenn die voll ist, sterbe ich. Das ist wieder so ein Slime, der mich umbringen kann. Was ich jetzt selber nicht toll finde, aber neue Slimes, die schmecken. Nur jetzt ist die Frage, wie komme ich hier raus? Komme ich hier noch heil lebend raus? Oh, das ist die Frage. Ja, hier müsste doch bestimmt irgendwo ein Weg nach draußen sein. Ich könnte hier wahrscheinlich die Inseln lang gehen, oder? Oder? Nee, das sieht nicht so aus. Ah, nee, warte mal. Wenn wir hier lang gehen, dann ist hier nämlich ein Portal. Okay. Also, doch, es gibt einen Weg nach draußen. Wenn es nicht wäre, dann hätten wir auch den ganzen Weg wieder zurücklaufen können, aber nee. Das sparen wir uns mal. Das ist mir auch zulässig. 6 Red Slimes reichen jetzt auch. Wir müssen nämlich immer das ganze Käfig voll machen. Vor allem, weil es auch unnötig ist. Die machen immer so viel Plort, dass es eigentlich voll unnötig ist. Bin mal auch gespannt, was sie denn für eine Frucht oder Sorte an Früchte, Gemüse haben wollen. Ich pack euch mal auch hier drinne. Ah, ich brauche nochmal Geld, stimmt. Können wir mal kurz gucken, was brauchen die denn? Red Slimes. Oka Oka, ja tatsächlich. Lieblingsfrucht Oka Oka. Dann lassen wir die Oka Oka mal. Ich pack mal die verzwickte Möbel da in der Ecke. Kurz mal euch füttern hier. Nicht, dass ihr wieder komplett durchdreht und Amoklauf macht. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass ich das toll finde. Ich meine ja nur so. So, die Minzmangos. Oh Gott, die drehen da schon wieder komplett durch. Schnell euch alle mal füttern. Und dann hole ich mal das ganze Geld. Wir sehen uns gleich wieder, während ich das ganze Geld gleich mal hole. Damit ich, ja, meine Lieblings-Slimes, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das meine Lieblings-Slimes wären, ein Käfig bauen kann. Bis gleich. Ich habe jetzt 2678 News gesammelt. Ist bestimmt genügend. Also, die Reichen würden mal wahrscheinlich jetzt sagen, da reicht er nicht. Aber ich sag, nee. Das ist genügend. Ich gebe euch mal hier eine Sprinkleranlage, weil der Baum dauert ja eine Ewigkeit, bis der mal da was bringt. Hier machen wir mal ein Gehege und hier machen wir eure Früchte rein. Zack. Und direkt mal hohe Wände, Fangnetz und Plortsammler. Und rein mit euch. So, eine Ocker kommt hier hin und einer bekommt den glücklichsten Tag seines Lebens, denn er bekommt seine Lieblingsfrucht. So, wenn wir das erstmal hier im Plot haben, der Red Plot. Na, euch geht's trotzdem noch gut. Ja, ihr seid so happy, auch wenn ihr immer noch explodiert. Ich hab Angst vor euch. Hört auf zu explodieren. Warte mal, ich gebe euch mal hier so eine Soundanlage, damit ihr ein bisschen runterkommt. Weil ihr seid schon mehr auf 180. Hab wahrscheinlich gerade irgendeinen Shooter gespielt. Hab verloren. Ja, 67 News. Das ist schon lohnenswert. Alter, habt ihr gerade gesehen, wie schnell ich gerade mein Geld bekommen habe?
Es ist ja besser als mein Monatslohn. Also in echt. Das ist ja perfekt. Guck mal. Mach ich hier nicht nur eine Sprengteranlage, sondern direkt einen fruchtbaren Boden, Alter. Und hier genauso. Zack, fruchtbarer Boden und Sprengteranlage. Das ist ja hervorragend. Oder ich werde ja schneller reicher, als man denkt hier. Neuer Traumjob. Ich werde einfach Farmer. Slime-Farmer. Dann bin ich stinkreich. Guckt euch mal an, wie viel Plot die gemacht haben. Ich glaube, ich habe jetzt einfach 2 Tage übersprungen. Und die machen so viel Plot. Das ist unfassbar. Aber es lohnt sich halt auch. Digga, Alter. Fast 3000. Dann bin ich hier schon mal bei den 7C Belohnungsclub. Will ich hier noch mehr ausgeben? 1500. Ah! Leider kurzen Schmerz bekommen. Weil ich musste gerade 1500 News verkaufen. Oder was heißt verkaufen? Ausgeben. Nicht verkaufen. Es ist... okay. Euch würde ich hier auch eine Musikbox... Ach, ihr habt schon eine Musikbox? Warum geht ihr immer noch so ab? Chillt mal. Einfach mal kurz chillen. So, und euch aber... Ihr habt auch schon... Ihr habt aber noch nicht. Kriegt ihr auch erstmal. Gut, Leute. Dann will ich erstmal den Part beenden. Warte. Bevor wir den Part beenden, ich habe noch nicht... Thumbnail gemacht. Warte mal. Wo sind meine Red Slimes? Haltet bitte still, weil ihr seid schon mehr viel zu unruhig. Ja, so. Ja, so passt das. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.